Wenn man im Digital- und Tech-Bereich so richtig gut davor ist, dann könnte man ja eine ganze Menge Dinge gründen. Irgendwas mit KI zum Beispiel oder mit Bots oder Apps. Oder man startet eine neue Espresso-Marke. Julia, ihr kommt aus dem Digital-Kreativ-Tech-Bereich. Warum eine Espresso-Marke? Wie kam es zu dieser Idee? Die Idee ist eigentlich daher geboren, dass wir genau aus dieser Welt kommen und eigentlich wissen, dass in Agenturen seit Jahr und Tag immer ein Kicker steht, ein Skateboard, ein Fahrrad, aber eben auch eine dicke, fette Siebträgermaschine. Und wir uns irgendwann gefragt haben, wieso schmeckt der Kaffee eigentlich immer nicht so richtig gut? Außerdem weiß man ja auch, Kaffee und Coden ist eng miteinander verwandt. Wenn du dich erinnerst, die Programmiersprache Java zum Beispiel ist natürlich auch nach Kaffee benannt. Und man weiß auch, dass wenn man nächtelang durcharbeitet, man eben auch einen guten Kaffee braucht. Nun spielt, glaube ich, Australien und spielen die Strände Australiens eine Rolle bei der Entwicklung dieser Idee. Ja, also wir waren in Australien und haben halt dort auch kennengelernt, wie kann denn Marke mit Kaffee funktionieren, mit dem all dem, was dazugehört. Und als wir dann zufällig auch gleichzeitig entschieden haben, mal ein Jahr nach Australien zu gehen, haben wir doch entschieden, okay, was machen wir denn in diesem Sabbatical? Ja, und haben gemeint, du, jetzt machen wir das mal, weil das rumgesponnen haben wir schon öfter damit. Wir machen jetzt mal eine Kaffeemarke. Ja, dann kam die Pandemie und wir sind dann nicht nach Australien, waren dann in unserem Lockdown zu Hause und haben gedacht, okay, dann wird es kein Australien-Projekt, dann wird es halt ein Lockdown-Projekt. Was habt ihr gegen eure eigenen Namen? Der Kaffee könnte ja auch Julia und Marco heißen und wird damit auch so ein bisschen italienisch klingen. Warum Alice und Bob? Alice und Bob ist ja tatsächlich so ein Fachwort aus der Kryptologie und der Kommunikationstheorie. Man sagt eigentlich, Alice und Bob ist eine nettere Art und Weise, um zu sagen, Sender und Empfänger oder Entität A kommuniziert mit Entität B. Und eigentlich fanden wir das wahnsinnig witzig, weil Alice und Bob klingt auch ein bisschen wie so eine Band aus den 70er Jahren, aber vor allem eben wollten wir auch mal wirklich als Ehepaar zusammen ein Projekt machen und das fanden wir in Alice und Bob unheimlich gut aufgehoben, vor allem weil man ja weiß, dass auch die Kommunikation in Ehepaaren oftmals auch quer aneinander vorbeiläuft und wir eigentlich gesagt haben, die beste Art und Weise ist ja manchmal gar nicht so viel Worte, sondern wir trinken einfach mal einen Kaffee zusammen und dann passt es eigentlich schon wieder. Wenn ihr mit anderen Gründern sprecht, ne, also die gerade, wer weiß was, irgendeine E-Commerce-Plattform hochgezogen haben oder was mit Apps und ihr sagt dann, wir machen in Espresso, ist dann Mitleid die Reaktion oder sind alle stark beeindruckt? Vielleicht sogar beides irgendwie, ne? Also natürlich haben wir vielleicht auch eine Sache, wo vielleicht viele mal dran gedacht haben, das ist eine Sache, die können wir eigentlich auch mal machen, ne? Naheliegend vielleicht auch und ist beides dabei. Ich stelle mir das ja schwierig vor, sich im Büro am Konferenztisch zu kappeln, ne? Und dann aber harmonisch nach Hause zu gehen, gemeinsam Abendbrot zu sich zu nehmen und das Ganze beiseite liegen zu lassen. Oder geht es dann weiter? Das ist eigentlich andersrum. Alice und Bob ist für uns eigentlich so eine kleine heile Insel, wo wir endlich mal uns um ein einfaches, gutes Produkt kümmern können. Wir machen ja beide beruflich, sind wir in komplizierteren Themen unterwegs. Und die Idee ist eigentlich viel mehr gewesen, unserer Zusammenarbeit, wir arbeiten auch schon seit 15 Jahren an vielen Projekten zusammen, wirklich mal so eine kleine Insel zu geben, wo wir uns auch mal darauf konzentrieren können, das, was wir beide eigentlich gut können und was jeder so mitbringt, eben auf ein Produkt zu packen und eigentlich auch mal wirklich da viel Liebe reinzustecken. Und ich sehe das deswegen nicht so als die Business-Idee, wo wir uns permanent drum kappeln, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Wir kommen vom täglichen Battle aus unseren komplizierten Welten in der Tech-, Kreativ- oder Story-Welt nach Hause zurück und arbeiten abends gemütlich an Alice und Bob, weil da ist irgendwie die Welt noch in Ordnung und einfach. Einfach in Ordnung, gab es da keine Hürden, keine Hindernisse? Was sind die größten Probleme gewesen, von denen jetzt vielleicht auch und von eurer Erfahrung im Umgang damit andere GründerInnen profitieren können? Naja, ich habe mal den großen Vorteil, dass ich schon ein paar Mal gegründet habe und auch schon so richtig viel große Fehler gemacht habe. Ich habe schon mal ein Produkt gemacht und habe da schon kennengelernt, wie funktioniert das Ganze denn mit Kalkulation, mit einem Einkauf zu sprechen, wenn das in den Markt kommt. Und da habe ich
lernen müssen, dass das alles, was ich mir da so vorgestellt habe, doch ganz anders funktioniert. Und das konnte ich jetzt endlich mal tatsächlich nochmal benutzen, um auf dem aufzubauen. Deshalb konnten wir, ja, wir haben die Fehler nicht nochmal gemacht. Ja. Wir konnten gleich da ansetzen. Das ist ein riesiger Vorteil, den wir jetzt haben. Jetzt schauen Millionen potenzieller GründerInnen zu. Was würdest du so an 1, 2, 3 Tipps mitgeben wollen? Macht es so oder lasst dieses lieber bleiben? Na, also ich denke, ein Tipp, den, was Marco und ich oft befolgen, ist, wir haben natürlich viel Erfahrung mit bestimmten Dingen und haben aber deswegen auch oder können uns aufgrund unserer Erfahrung eigentlich leisten, nicht alles immer 100% bis zum bitteren Ende durchgeplant zu haben, sondern uns auch ganz, ganz oft ein Stück weit auch auf Improvisation und auch Intuition zu verlassen. Also es gibt natürlich einen groben Plan, das ist schon klar. Und wir sind da auch sicherlich nicht komplett blauäugig unterwegs. Aber wir haben einfach gelernt, manchmal habe ich fast das Gefühl, in unserer Kultur ist Planung fast ein Stück weit überbewertet. Und wir verlassen uns vielleicht gar nicht so sehr darauf, dass manche Dinge einfach tatsächlich erst in der Improvisation gut funktionieren. Und das merke ich oft auch in unserer Zusammenarbeit. Und ein zweites Thema, was bei Alice und Bob interessant war, dass wir uns wirklich im Detail darauf konzentrieren, die Dinge gut zu machen und vielleicht sogar im ersten Schritt eher klein zu machen und nicht so riesengroß. Also ein Beispiel, was mir einfällt, ist, wenn man Verpackungen produziert, dann produziert man eigentlich in einer Mindestauflage von 10.000 Stück und immer in China. Und wir hatten witzigerweise schon, bevor dieser fette Frachter im Suezkanal stecken geblieben ist, überlegt, nachdem wir wochenlang an dem Packaging gearbeitet haben, das Produkt war ja parallel noch in der Entwicklung. Das heißt, wir konnten die letzten Informationen auf dem Packaging standen noch nicht fest. Wir mussten aber eigentlich schon in Produktion gehen, weil die Lieferzeiten unglaublich lang sind. Und irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, wir müssen das entkoppeln. Wir drucken einfach eine kleine Auflage in einer Siebdruckerei bei uns in der Stadt und nicht in China, wo wir eben 14 Wochen auf die Ware warten müssen. Und wenn du dann auf einmal noch ein Bio-Zertifikat doch noch kriegst, dann steht es halt nicht auf der Verpackung drauf. Also haben wir gesagt, wir entkoppeln das. Wir produzieren eine kleine Auflage und dafür vielleicht öfter. Wir bleiben bei uns in der Stadt und nicht in China. Und auf einmal, wenn dann solche Dinge passieren, wie eben der Suez-Kanal, Katastrophe, dann ist man auf einmal davon ein Stück weit entkoppelt. Ich habe eine ganz große Bitte an dich, Marco, nimm die doch mal mit. Katharinenhof hier, die Steilküste, ein wundervoller Strand. Was hier fehlt, ist so eine kleine Bretterbude mit einer erstklassigen Espresso-Bar. Wenn du das mal mitnehmen magst. Ja, ist mir auch aufgefallen.